Träumer. Ich rannte zum Klassenzimmer. Ich konnte nicht mehr klar denken. Mir war schlecht und ich hatte Bauchschmerzen. Auf einmal wurde alles schwarz. Die Sicht des Lehrers. Gerade als ich mit dem Unterricht anfangen wollte, kippte jemand um. Leo, bring Anna bitte in das Krankenzimmer, sagte ich zum Schulsprecher. Er sagte genervt, warum ich? Leos Sicht. Eigentlich ist sie ja ganz süß. Ich nahm sie hoch und brachte sie ins Krankenzimmer. Ich legte sie in ein Bett und sagte der Krankenschwester Bescheid. Annas Sicht. Nur ein Traum. Ich wachte in der Boutique von damals auf, da wo ich diese Gestalt sah. Aber hier sind nur graue Kleider. Es machte mich traurig. Ich ging langsam Schritt für Schritt durch die Boutique, bis ich letztendlich aufwachte. Feind oder Freund? Ich wachte in einem Bett auf. Ich fragte, wo bin ich? Ich hörte eine bekannte Stimme. Es war der Schulsprecher. Er unterhielt sich mit der Krankenschwester. Ich stand langsam auf und schlich mich zur Tür. Doch Leo bemerkte mich. Wo willst du denn hin? Fragte er. Ich öffnete die Tür und rannte weg. Leo rannte hinter mir her. Ich versteckte mich im Waschraum. Ich stieß mit einer schlanken Frau mit dunkelblonden Haaren zusammen. Sie starrte mich eiskalt an und dann sagte sie, »Du bist also Anna. Ich habe mir dich schöner vorgestellt.« Ich fragte wütend, »Und wer bist du, wenn ich fragen darf?« Sie drehte sich weg und sagte, »Das erfährst du noch früh genug.« Auf einmal war sie weg. Mein erstes Training. Etwas später konnte ich nach Hause gehen. Auf einmal kam Maniko zu mir und er erzählte mir, dass ich ein Training für meine Kräfte bekommen würde. Ich fand das zwar nicht so gut, aber besser, als die Kräfte falsch einzusetzen. Am nächsten Tag ging ich nach der Schule zum Training. Das Training machte Maniko mit mir. Das Training war eigentlich ganz okay. Ich lernte alles, was ich wissen musste. Aber ich wusste, dass ich noch eine Menge lernen muss. Ich ging nach dem Training in die Stadt und entspannte ein wenig. Ich ging an vielen Leuten vorbei. Ich traf auch Bekannte aus der Schule. Und auf einmal traf ich einen kleinen Jungen, der von anderen geärgert wurde. Ich griff sofort ein, half dem Jungen. Er bedankte sich und ging. Ich habe das Gefühl, er wird mir noch öfters begegnen. Ein normaler Tag. Heute habe ich einen ganzen Tag nur für mich. Meine Eltern und Geschwister sind weg. Maniko muss zu einem Kumpel. Und mein Vater ist krank. Ich ging also in die Stadt, einkaufen. Und später sah ich wieder den kleinen Jungen am Straßenrand sitzen. Ich ging zu ihm und fragte ihn, »Hallo, ich bin Anna. Und wer bist du? Und warum sitzt du hier so alleine?« Der kleine Junge antwortete, Hallo, ich bin Nico, ich lebe hier alleine. Er erklärte mir, dass seine Eltern ihn ausgesetzt hatten. Also nahm ich ihn mit zu mir nach Hause. Ein neues Familienmitglied. Als meine Adoptiveltern nach Hause kamen, erklärte ich ihnen die Lage von Nico. Sie verstanden es sofort und nahmen ihn auf. Er bekam neue Sachen und er konnte zur Schule gehen. Eine Woche später. Nico hatte sich schnell eingewöhnt. Er nennt mich jetzt immer große Schwester. Wir haben herausgefunden, dass er 8 ist. Aber ich konnte nicht verstehen, warum er ausgesetzt wurde. Naja, jetzt hat er ja ein schönes neues Zuhause mit netten Eltern und Geschwistern. Und er wurde nun auch nicht mehr geärgert, was mich glücklich machte. Und er lächelte wie eine Sonne. Er war sehr glücklich. Mittlerweile hat er auch viele Freunde gefunden und ist sehr gut in der Schule.